Herzlich willkommen zum Marktausblick hier bei Handelstag 24. Die Notenbanksitzung, sowohl EZB als auch US-Notenbank, haben wir hinter uns. Der dreifache Verfallstag ist auch erledigt. Der DAX auf Wochenbasis im Plus mit 1,2%. Freitag allein leichtes Plus, 0,6%. Schlusskurs 9.950 Zähler. Und während die EZB die Märkte weiter mit Geld flutet, hält sich die US-Notenbank etwas zurück. Der DAX allerdings, der scheint sich doch echt zäh nach oben zu bewegen. Und schauen wir mal drauf auf den Tageschart, wie es dann jetzt hier um die Erholungsrallye bestellt ist. Wir sind rangelaufen bis an das 50er Retracement der vollständigen Abwärtsbewegung hier bei 10.065 Zähler, 10.055. Das war hier das Hoch und wir sehen schon, wie zäh es hier für den DAX wird. Das liegt zum Teil daran, dass wir zum einen natürlich einmal diesen Widerstandsbereich haben und zum zweiten natürlich durch die Aussagen von Janet Yellen in den USA nach der Notenbanksitzung. Da ist der Dollar dann entsprechend wieder abgebröckelt. Das hat dem Euro Schub gegeben und ein starker Euro, das ist dann eben auch dementsprechend ein Problem für den DAX, um dann entsprechend hier profitieren zu können. Sollten wir allerdings hier weiter nach oben durchschieben, auch per Tagesschlusskursbasis, und zwar nachhaltig über die 10.065 Zähler, dann wäre das weitere Korrekturziel mal auf der Oberseite mit dem 61er Retracement hier bei 10.387 Zählern zu veranschlagen. Wie steht es also darum? Schauen wir in den Stundenchart. Auch hier sehen wir, dass wir einen entsprechenden Aufwärtstrend haben. Der DAX dann rangelaufen hier eben an dieses Korrekturziel mit dem Hoch bei 10.055 Zähler. Dann haben wir wieder etwas Korrektur nach unten bekommen. Also der Aufwärtstrend hier weiterhin entsprechend intakt. Schieben wir also auch per Stundenschlusskursbasis nach oben durch über 10.55, 10.65. Weiteres Zwischenziel mal hier bei 10.242 Zähler. Und sollten wir auch das 61. Retracement aus dem Tageschart nach oben nachhaltig überrennen, ja, dann hätten wir noch ein weiteres Ausdehnungsziel bei 10.544 Punkte. Auf der Unterseite wichtigste Marke erstmal hier 9.498 Zähler. Laufen wir hier nach unten nachhaltig per Stundenschlusskursbasis durch, dann wäre der Aufwärtstrend hier und somit auch die Aufwärtstrendlinie nach unten erstmal durchbrochen. Mögliches Korrekturziel mit dem 61. Retracement hier dieser letzten Aufwärtsbewegung bei 9.215 Zähler. Da die Notenbanksitzungen entsprechend alle durch sind, da werden die Augen und Ohren in der kommenden Handelswoche wohl eher wieder auf die Konjunkturdaten gerichtet sein. Hier eine kleine Auswahl, was da noch vor Ostern ansteht. 9.30 Uhr am Dienstag der aus Deutschland Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Dann 10 Uhr IFO-Geschäftsklima-Index. Dann 10 Uhr auf Basis der Eurozone-Einkaufsmanager-Index. 11 Uhr ZEW-Konjunkturerwartung für März. Und bevor es dann ins Osterwochenende geht und somit dann auch die verkürzte Handelswoche abgeschlossen ist, gibt es am Donnerstag aus den USA noch Zahlen zu den Aufträgen langlebiger Wirtschaftsgüter. Bis dahin wünsche ich Ihnen erstmal ein grusames Wochenende, einen positiven Start in die verkürzte Handelswoche. Grusame Osterfeiertage. Nach Ostern sind wir dann entsprechend wieder für Sie da. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.